Continental ist die vierte Generation des legendären Jumbojets und das neueste Großraumflugzeug der größten deutschen Fluglinie. Für uns ist es so ein bisschen wie ein neues Spielzeug. Es ist ein Rennen gegen die Zeit und ein logistischer Kraftakt. Bei der Abfertigung des Riesenjets muss jeder Handgriff sitzen. Es muss alles innerhalb einer Stunde erledigt werden, manchmal weniger, es kommt drauf an. Bewährungsprobe auf der Strecke Frankfurt-Delhi. An Bord der Boeing 747-8 kümmern sich 17 Flugbegleiter um bis zu 362 Passagiere. Das Besondere ist die Anzahl der Sonderessen. Wir haben tatsächlich 70 Sonderessen heute für diesen Flug nach Delhi. Take-off für LH760. Trotz aller Routine, für die Piloten des Super-Jumbos ist das Cockpit der schönste Arbeitsplatz der Welt. Eben ist gerade ganz, ganz toll die Sonne untergegangen, gleichzeitig ist der Mond aufgegangen. Da sieht man dann so den Erdschatten hochkommen und das finde ich faszinierend. Flughafen Frankfurt am Main. Größtes Drehkreuz des deutschen Luftverkehrs mit 56 Millionen Passagieren pro Jahr und Heimathafen der deutschen Lufthansa. Im Briefingzentrum bereiten sich Flugkapitän Sergio De Witt und Co-Pilotin Ricarda Tamale auf ihren Einsatz vor. Knapp 6200 Kilometer werden sie heute auf der Strecke Frankfurt-Delhi zurücklegen. Genau, lass uns nochmal das durchs Wetter durchgehen. Wir kommen ja 19 Uhr an. Wir haben also einen Einflugpausendurchgang kurz vorm Hindukusch. Das ist auch das eine Gebiet, das wir da eingezeichnet haben. Genau. Ja, was sagt denn die Technik? Flieger ist sauber, keine Items. So, wie viel nehmen wir mit? Ja, 81, 82. Da würde ich 82 nehmen. Flugzeit sind 6 Stunden 49. Ja. 1000 Kilogramm für Taxi behalten wir. Wunderbar, dann nehmen wir das doch. Alles klar, Peel Order. Mhm. Wir fliegen heute nach Neu-Delhi und haben uns jetzt gerade die Flugunterlagen angeschaut in Bezug auf das Wetter, das wir auf der Route erwarten, wie viel Treibstoff wir benötigen, was für Besonderheiten es auf der Strecke gibt, auch beim Ankunftsflughafen, technische Besonderheiten der Maschine. Da haben wir festgestellt, die Maschine ist sauber, hat keine technischen Beanstandungen. Wir haben heute das Vergnügen, die neue 747-8 zu fliegen. Ein relativ neues Flugzeug noch. Und wir haben jetzt erst die dritte Maschine bekommen oder haben wir jetzt schon die vierte? Das ist die dritte. Das ist jetzt die dritte Maschine. Und es ist halt immer was Tolles, ein ganz neues Flugzeug zu fliegen. Wir freuen uns jetzt sehr drauf. Heute kommt die erste an die Flotte gelieferte 747-8 zum Einsatz. Interner Rufname Yankee Alpha. Mit 76 Metern ist der Super Jumbo das längste Verkehrsflugzeug der Welt. Hans-Eberhard Gottselig schleppt die Maschine zur Abfertigungsposition mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß. Ja, das ist natürlich schon ein Gefühl, das ist klar. Das kommt natürlich auch durch dieses enorme Gewicht, was wir jetzt sehen. Und, der Schlepper wiegt natürlich auch ca. 40 Tonnen und da müssen Sie schon wissen, was Sie tun hier. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn Sie einen Pkw fahren als sowas natürlich. Der hat ca. 1400 PS. Ja, der Kollege dreht in den November 11 nach dem November 11 von ihm erhalten. So ein Schleppgespann, das ist jetzt ca. fast 100 Meter lang und da müssen Sie schon, wenn Sie in die Kurven fahren, dementsprechend ausholen. Weil sonst die Abfahrwerke so sehr einschneiden, dass sie dann schon irgendwas beschädigen können. Also darauf müssen sie schon achten. An Abfertigungsposition B26 wird die Yankee Alpha bereits erwartet. Noch knapp 90 Minuten bis zum Start. Das Catering für den Flug nach Delhi wird einen Kilometer Luftlinie entfernt produziert. Auf Kurz-, Mittel- oder Langstreckenflügen werden unterschiedliche Gerichte angeboten. Flugtauglich müssen sie alle sein. Die Herstellung von Essen, das auch aufgewärmt an Bord in über 10.000 Metern Höhe noch schmecken und gut aussehen soll, ist ein hochspezialisierter Arbeitsprozess für Catering-Profis wie Mike Herudek. Bei
Bei der Herstellung von Flugzeugessen ist zu beachten, dass nicht alle Gerichte, die Sie im Restaurant bestellen können, auch flugtauglich sind. Zum Beispiel Pommes frites, wenn Sie die wieder erhitzen an Bord, schmecken sehr lätschig und sehr dätschig. Alles, was eine knusprige Panade hat, alles, was frittiert ist, ist sehr schlecht wiederherzustellen in dem Qualitätsmaß, wie Sie es im Restaurant bekommen. Das andere ist, Sie dürfen auch Essen nicht zu hoch bauen. Ein Trolley hat eine gewisse Höhe. Das Ladevolumen ist begrenzt, die Teller sind begrenzt. Also da muss man sich anpassen an das Geschirr und die Ladehöhe. Das Menürepertoire der Sky-Chefs ist so international wie die zu beliefernden Airlines. Wir haben hier auf der linken Seite haben die warme Küche, die westliche Küche. Auf der rechten Seite hier haben wir die indische Küche. Im Frühdienst kocht der indische Kollege alle indischen Mahlzeiten für den Flug für morgen. Er kocht die First Class und die Business Class und er hat die hygienischen Vorgaben. Alles, was gekocht wird, ist mit Label zu bekleben. Das heißt, die aktuelle Farbe, ein Tag hat eine Farbe und es ist nur erlaubt, 48 Stunden die Essen aufzubewahren, geschweige denn weiter zu verarbeiten. Das heißt, heute und morgen, spätestens morgen, muss sie vernichtet werden, wenn sie noch da sind. Manjit Singh kennt die Vorlieben seiner anspruchsvollen Klientel. Das heißt die Chicken Dahi Wala. Das heißt Chicken mit Joghurt Soße. Mit alles Gewürz, indische Gewürz, scharf bisschen. Der verminderte Luftdruck in der Flugzeugkabine erfordert einen wohldosierten Einsatz von Salz und Gewürzen. Es ist tatsächlich so, in der Luft ist es so, dass man einfach durch den Druck in der Kabine hat man auch einen trockenen Gaumen. Die Luft zirkuliert, ist es trockener. Man spürt das Salz nicht so sehr. Es ist zwar da, aber man arbeitet da mit anderen Gewürzen, mehr Kräuter, damit die anderen Gewürze etwas mehr rauskommen, damit man den gleichen Eindruck auch an der Luft hat. Auf den Flügen nach Indien serviert Lufthansa gleich mehrere landestypische Gerichte. Wir haben hier zum Beispiel ein Gericht, ganz klassisch. Da ist etwas Kabeljau drin, wir haben Reis und Linsen. Das andere, was wir haben, Paneer, auch ein bisschen Safranreis, ein Blumenkohlgemüse mit Erbsen. Was ganz klassisch ist, die Inder sind sehr hoher Anteil von Vegetarier. Aus dem Grund ist fast alles vegetarisch. Oder mit Fisch ganz wenig Fleisch, wenn nur Chicken oder Lamm. Portioniert und angerichtet werden die Mahlzeiten aufs Gramm genau. Wir sind hier gerade am Anrichteband. Wir richten hier die Business Class an. Wir haben hier einmal die Hot Meal Business Class, die viereckigen großen Schalen. Einmal das Hot Dinner Business Class, die etwas kleineren Schalen. Und hier wird, wie Sie sehen hier, die Stücklisten, also die Rezepturen sind oben. Das Ganze genau angegeben, wie viel Gramm. Wir haben hier Portionierer, die diese Grammzahl widerspiegelt. Und so wird es portioniert. Noch eine Stunde, dann hat Manjit Singh Feierabend. Seine Ablöse kocht dann Gerichte wie Bibimbap. Wenn der indische Kollege fertig ist, kommt der koreanische Kollege, denn die Indienflüge sind bis mittags abgeflogen und abends fliegen die koreanischen Essen. Deswegen arbeiten die im Schichtsystem und kommen dann am Abend. Währenddessen auf der Lufthansa-Basis. Cabin-Crew-Briefing für den Flug nach Delhi. 17 Flugbegleiter werden sich an Bord der neuen Boeing 747-8 um bis zu 362 Passagiere kümmern. Da auf der Strecke nach Delhi auch indische Flugbegleiter zum Einsatz kommen, findet das Briefing auf Englisch statt. Hallo. Guten Morgen. Martin Goebbels. Jolie, good morning. Morgen. Grüß Gott. Guten Morgen. Grüß Gott. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Good afternoon? Really? Yes. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Hallo und guten Morgen. Willkommen zu diesem Flug nach Neu-Delhi. Ich würde mich gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Sergio De Witt. Ich bin der Kapitän auf diesem Flug. First Officer ist Frau Ricarda Tamale. Als Pilot Flying wird sie den Flug auch durchführen. Die Flugzeit beträgt heute 6 Stunden und 50 Minuten. Nach unseren Berechnungen werden wir pünktlich in Delhi sein. Das Wetter in Delhi, und das wissen Sie wahrscheinlich besser als wir, ist ziemlich heiß, zwischen 30 und 40 Grad, kein Regen, die Regenzeit ist vorbei. Es wird allerdings ein bisschen dunstig sein. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Flug.
and let's be safe. Did I forget anything? Not so far. Thank you very much. Auf dem heutigen Flug ist die Kabinencrew besonders gefordert. Das Besondere ist die Anzahl der Sonderessen. Wir haben tatsächlich 70 Sonderessen heute für diesen Flug nach Delhi. Liegt daran, dass es ein Land ist mit sehr vielen verschiedenen Religionen und doch wirklich anderen Gewohnheiten. Und was noch sehr auffällig heute ist, dass wir sehr viele Statuskunden, also Leute, die sehr, sehr oft und regelmäßig mit uns fliegen, in der Business Class, in der First Class haben. Also viel zu tun. Ne? Heute ist richtig viel zu tun, aber wir machen das Beste draus und freuen uns schon riesig. Das Catering für Flug LH760 nach Delhi ist bereit zur Verladung. Letzte Checks an der Rampe. Vom Abflug, wenn die Maschine Bereitstellungszeit hat, werden die Essen aus dem Kühlhaus herausgenommen, werden mit Trockeneis bestückt, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird und werden vom Kollegen noch einmal gecheckt, damit das alles seine Vollständigkeit hat. Der Kollege checkt die Vollständigkeit der Maschine, macht einen Spotcheck. Er schaut einmal auf die Qualität, schaut sich das nochmal an. Wie Sie gesehen haben, er drückt an den Tabletts von oben nach unten. Er schaut, sind alle Tabletts im Trolley drin und überprüft nochmal stichprobenartig die Qualität und die Quantität. Das Wichtigste ist, dass alles vollständig ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass wir fehlende Mahlzeiten an Bord haben, denn Nachlieferungen sind möglich. Wir sind hier an der Rampe kurz vor der Beladung. Wir sind hier im Bereich, wo die ganzen Dry Goods stehen und die Equipment-Teile. Dry Goods verstehen wir alles, was in Dosen ist, alles, was Papier ist, Bleistifte, alles, was Sie im Flugzeug brauchen, auch teilweise Medikamente. Alles das, was beladen wird, was kein Essen ist. Wir haben hier die ganzen Gläser, Bestecke. Wir haben auch Landekarten, Servietten, alles, was Sie dazu brauchen, um einen optimalen Service für das Essen zu haben, das Sie dann hinten gesehen haben. Also es werden ganz kleine Teile nicht in Trolleys angeliefert. Sie sehen wir hier, wir haben eine Kaffeekanne, die wird zum Beispiel vom Belader sofort in die Galley verstaut. Wir haben auch hier ein Label, damit er genau weiß, wo sie denn hinkommt, in welche Galley. Oder wir haben hier Brotbaskets, gleich für einen Service, die beginnen. Das sind Brotkörbe, da kommen, das sind Linnen, hier also das ist Tischwäsche. Sozusagen, da kommen Servietten rein und das wird dann sofort den Stewardessen übergeben und wird nicht verpackt. Die Beladung für eine Boeing 747-8 besteht aus insgesamt ca. 32.000 Einzelteilen, verpackt in 208 Trolleys und Container. Mit speziellen Hublastern bringen die Caterer die Ladung zum Flugzeug. Wir haben hier die kompletten Essen, die wir an Bord bringen, und Dryware, dann haben wir die Beverage Cards, die Getränke und alles, was mit der Versorgung, Bordversorgung zusammenhängt. Wir haben hier eine reine Business-Beladung. Für unten und oben sind ca. 80 Passagiere, die im Business fliegen. Wir haben hier die Staupositionen von der Galley. Das heißt, die werden mit Nummern versehen. Wir wissen genau, was an den Trolleys für Nummern sind. Und demnach stauen wir die in die richtigen Positionen ein. Für die Upper Deck oben ist auch noch mal eine Galley, Business Class, wird quasi der Aufzug benutzt und damit werden die Behältnisse auch transportiert nach oben. Jeder Trolley und jeder Container hat seinen exakt festgelegten Platz. Man kann es hier noch mal sehen, hier haben wir die Galley 14 und mit der Stauposition Nummer 9. Hier oben sehen wir dann wirklich nochmal den Aufkleber mit der Stauposition 9, dass wir genau wissen, wo das Behältnis hinkommt. Die Behältnisse sind immer so befüllt, dass wirklich auch an dieser Position an allen Fliegern das Gleiche drin ist. Dass wirklich auch die Flugbegleiter genau wissen, wo was steht. Die Zeit drängt. Wir haben ein Zeitfenster von ca. 35 bis 40 Minuten, dann müssen wir das den Flieger beladen haben, also, um auch die nachfolgenden Prozesse und die vorhergehenden nicht zu stören. Ja. Noch knapp 80 Minuten bis zum Abflug nach Delhi. Cockpit und Kabinenbesatzung machen sich auf den Weg zum nagelneuen Flugzeug.
liegt das Flugzeug, die Maschine selber, immer sehr am Herzen. Und ein neues Flugzeug ist so etwas wie auch ein neues Gefühl beim Fliegen. Diese Maschine selber, die 747-8, ist angelehnt, gebaut an die 747-400 und ist dadurch sehr ähnlich, allerdings rein äußerlich. Innerlich sind sehr viele Sachen neu gemacht worden, die ganzen Flugführungssysteme sind überarbeitet worden, die Aerodynamik ist neu gemacht worden. Wir haben eine neue Generation Triebwerke dran, die sehr viel leistungsfähiger und wirtschaftlicher sind. Und alles in allem, für uns ist es so ein bisschen wie ein neues Spielzeug. Das Boeing-Werk in Everett bei Seattle. Mit der Boeing 747-8 Intercontinental entsteht hier die vierte Generation des Großraumjets. Gemeinsam mit Lufthansa entwickelten die Boeing-Ingenieure eine gegenüber der Boeing 747-400 um 5,60 Meter gestreckte Version mit neu konstruierten Tragflächen und effizienteren Triebwerken. Insgesamt 20 Maschinen zum Listenpreis von 325 Millionen US-Dollar pro Stück hat die Kranich Airline bestellt. Vor dem Überführungsflug nach Frankfurt überprüfen Spezialisten die neuen Großraumflieger auf Herz und Nieren. Das ist ein Flugzeug wie jede 747. Die 747 vergleiche ich gern mit einem Porsche. Jedes Kind auf der Welt kennt einen Porsche und erkennt als solches auch ein Flugzeug wie eine 747. Und so sieht es auch aus, so benimmt es sich auch. Es gibt natürlich Neuerungen daran, insbesondere bei den Motoren, bei den neuen Triebwerken. Es gibt einen modernen Flugmanagement-Computer. Es ist einfach ein modernes Flugzeug, eine moderne 747. Zurück am Frankfurter Flughafen. Noch 75 Minuten bis zum Take-off nach Delhi. Während die Crew an Bord geht, herrscht auf dem Vorfeld hektische Betriebsamkeit. Anja Josweg koordiniert die Verladung von Fracht, Post und Gepäck. Für Anja und ihre Mannschaft ist die Abfertigung der Boeing 747-8 ein Wettlauf gegen die Zeit. Da die Maschine noch ziemlich neu ist und es momentan nicht regnet, haben wir gute Hoffnung, dass die Container gut auf die Ladegeräte draufgehen, dass wir schnell einladen können. Sobald die Container in unser Grün-Status sind, das heißt, für jeden Container sind alle Passagiere da, zu diesem Gepäck gehören, können wir die verladen. Solange die noch nicht durch Boarding Control oben gegangen sind, können wir nichts verladen. Auch um die Verladung von Haustieren, die im Frachtraum mitreisen, kümmert sich Anja mit ihrem Team. Hast du jetzt das OBC hier gemeint? Aber es bleibt jetzt stehen. Bleibt da, wo er ist, wir haben die Lok gesetzt. Okay, ich gucke mir das mal gerade an. Die fangen jetzt erst an einzusteigen, weil die sind noch nicht mit den Checks alle fertig geworden. Hi, hier ist die Anja von unten. Ich wollte nur sagen, unser Avi ist da und es geht ihm gut. Okay, der wird jetzt gerade verzurrt. Im Fall jemand nachfragt, okay? Okay, tschüss. Das ist unser Hund, der wird jetzt verzurrt. Normalerweise würden wir in die Hinterabteilung reintun, wo die Kinderwagen so kommen, aber die neue 747-100 ist sehr klein im hinteren Bereich. Wie unser 380er, da bekommt man kaum was rein. Da tun wir Vorsorgen und tun die Tiere auf so kleine Paletten drauf machen. Es ist nicht schwierig, wenn die Käfige in Ordnung sind. Wir müssen halt nachschauen, dass die Tiere halt ihr Wasser haben, ihr Essen haben. Manche sind halt aggressiv, manche haben Angst, das ist ganz normal. Wir versuchen, die halt so schnell wie möglich in die Maschine reinzubekommen, um das so wenig leiden für die Tiere, weil die halt sehr empfindlich sind mit den Ohren. Ja, aber sonst geht es ihnen ganz gut. Das Gepäck der Passagiere steht bereits zur Verladung bereit. Ich kontrolliere, ob hinten eine Zahl drauf ist auf unsere Baggage-Etiketten. Da sehen wir, wie viel Stückzahl im Container sind. Und hier so eine Zahl. Und da wissen wir, die hintere Reihe hat 22 Koffer. Das fängt immer unten rechts an, geht links. Und jede Reihe immer danach. Und dann haben wir ab, das sind total 37 Koffer. Jetzt haben wir ab 23, ist alles in der vorderen Reihe. Sollten wir eine Ausladung haben, wissen wir, zum Beispiel, wenn Ladesequenz 35 ist der vorletzte, der hier drin war, da können wir ganz schnell die Koffer rausholen. Vorher mussten wir jeden Koffer in die Hand nehmen, um zu suchen. Jetzt können wir das viel kürzen. Noch eine Stunde bis zum Abflug. Ricarda Tamale übernimmt die Vorflugkontrolle. Macht den sogenannten Outside-Check. Das heißt, der Kapitän, der gibt momentan die Flugroute ein. Und einer von uns beiden geht einfach um das Flugzeug herum. Das ist der sogenannte Outside-Check. Da kontrolliere ich, ob alle Steuerflächen frei sind, im Winter zum Beispiel durch Schnee.
dass die Triebwerke, dass da keine Hydraulikflüssigkeit, Bremsflüssigkeit rausläuft. Und die Reifen, da schaue ich nach, ob der Bremsdruck in Ordnung ist, ob die Laufflächen in Ordnung sind. Es ist einfach eine äußere Sichtkontrolle. Jedes der vier Triebwerke entwickelt bis zu 66.500 Pfund Schubkraft. Ich schaue mir an, ob die Motorenfette alle in gutem Zustand sind, dass keine Einschnitte sind und dass das Triebwerk einfach einen sauren Eindruck macht. Beim neuen Super Jumbo hat Ricarda Tammerle nichts zu beanstanden. Die Maschine ist in einem perfekten Zustand, es kann losgehen. So, die Gäste fangen jetzt an einzusteigen. Sieht alles gut aus, Vorbereitung laufen wie geplant. Wir haben jetzt das Flugzeug vorbereitet, das heißt nochmal alle technischen Systeme überprüft auf Funktionstüchtigkeit, haben den Navigationscomputer gefüttert mit den Navigationsdaten und in der Zwischenzeit ist meine Kollegin Frau Tammerle um das Flugzeug herumgelaufen und hat den Outside-Check gemacht und kontrolliert, dass das Flugzeug von außen keine Beschädigung aufweist. Und jetzt in den nächsten Schritten gleichen wir nochmal unsere Daten ab. Dann werden wir noch die Leistungsdaten für den Start berechnen, für die Triebwerke. Und nächster Schritt wäre dann, die Checklisten anfangen zu lesen, um die Vorbereitung abzuschließen. Alles läuft nach Plan. Während die Passagiere an Bord gehen, führt die Cockpit-Crew die Berechnungen für den Start durch. Mit Wet gerechnet, 140, 64, 75, 53 Grad DTO. Habe ich genau das gleiche. Wir machen jeden Start im Flugzeug machen wir mit einer genau berechneten Leistungsangabe, um nicht einfach nur Vollgas zu geben. Das schont die Triebwerke. Und die Daten, die wir dann aus unserem System herausbekommen, die gleichen wir ab und die werden dann in den Navigationscomputer eingegeben und der steuert dann die Leistungsabgabe der Triebwerke für den Start. Pre-Flight, Gear Pins removed. Hydrostatic checked. Oxygen checked. Checked. Altimeters 1003, 370. 1003, 370. Fuel? 82.4 tons. Und Passenger Signs. Seatbelt on. Wir hatten jetzt eben gerade die Pre-Flight-Checkliste gelesen. Das ist die Checkliste, die wir am Boden hier für die Überprüfung aller Instrumente erstmal durchführen. Und wir warten jetzt momentan nur noch auf die letzten Zahlen vom Load- und Trim-Sheet, damit wir die Daten dann hier in den Computer eingeben können und dann geht es dann auch schon los. Auf dem Vorfeld ist die Verladung des Gepäcks in vollem Gange. Die Zeit drängt. Wir haben normalerweise eine Stunde auf Position, um unsere Maschine umzudrehen oder einzuladen. Und es ist alles ein Kettenglied. Deshalb, wir müssen immer nachschauen, dass die Leute einsteigen können, dass das Fracht da ist, die Post da ist, das Gepäck. Und es läuft alles ab Zeit. Wir haben oben auch jetzt so eine Stoppuhr, wo sie genau wissen. Und es muss alles innerhalb einer Stunde erledigt werden. Manchmal weniger, es kommt drauf an. Schrecksekunde für Anja Josvik. 5 Passagiere fehlen, das heißt, die Koffer der Fluggäste müssen ausgeladen werden. Dann die Entwarnung. So, alle Passagiere sind jetzt da. Wir laden jetzt die letzten 4 Container plus den Hund laden wir noch ein und dann machen wir zu. Ich nehme an, es müsste jetzt so circa 7-8 Minuten dauern. Wir haben 10 Minuten Verspätung jetzt bekommen dadurch. Wir wollen ja 100% pünktlich sein. Normalerweise hätten wir müssen, um pünktlich zu sein, um 42 die Türen zu haben, aber das ist halt nicht gegangen. Aber da alle Passagiere jetzt da sind, müssen wir keine 4 Container Gepäck ausladen. So, das ist schon mal gut. Endspurt. Hi, hier ist die Anja von der 760. Ja, hier ist Kapitän. Eine Frage. Der Hund ist da inzwischen beladen? Ah,
Alles klar, wunderbar, danke. Wie lange braucht ihr noch? Hervorragend, bis gleich. Ciao. Ist da? Ist da. Ein Passagier war beunruhigt, ob der Hund, den sie mitgebracht hat, ob der auch im Frachtraum beladen wurde. Ich habe so eine Rücksprache gehalten mit der Rampagentin und sie hat mir nochmal bestätigt, dass der Hund hinten beladen wurde. Wir haben noch keine Freigabe bekommen zum Zurückstoßen, weil uns der Airbus da hinten, der 319er, der ist auf dem Rollweg und wir werden, wenn wir zurückgestoßen werden, werden wir mit dem Leitwerk genau dahin zurückgeschoben und da dürfen wir dann die Triebwerke anlassen. Der kriegt jetzt halt gleich seine Freigabe zum Rollen und dann bekommen wir unsere Freigabe zum Zurückstoßen. So, wir sind freigegeben für Pushback und Nase nach Westen auf November. Nase nach Westen auf November, okay. 2 and 3 zum Anlassen. So, wir lassen jetzt die beiden äußeren Triebwerke auf der rechten Fläche an. Jetzt sieht man hier auch sehr schön, wie die Drehzahl des Triebwerks anfängt hochzulaufen. Gleich wird auch vorne das Schaufelrad, das man von außen sieht, anfangen zu drehen. Die Bahn ist feucht, nass. Wir haben wet gerechnet und haben ein Stop-Margin von unter 100 Metern. So, ready? Ja. Wir rollen jetzt direkt auf die Startbahn und dann geht es auch gleich los. Takeoff Data. Confirmed. Confirmed. Before Takeoff, Checklist Update. Ready? Ja. Takeoff. You have control. Knapp 6.200 Kilometer wird die Crew der LH760 bis Delhi zurücklegen. Wir haben jetzt Frankfurt verlassen, haben eine Freigabe bekommen auf 26.000 Fuß. Und das ist immer der schönste Moment, wenn man aus Frankfurt herausfliegt, wenn man dann aus dem Schmuddelwetter, aus den Wolken herauskommt und dann diesen wunderbaren Sonnenschein hat. Im Bildschirm können wir andere Flugzeuge erkennen, die bei uns in der Umgebung sind. Da können wir jetzt 4, 5 Flugzeuge sehen, die sich ungefähr in diesem Gebiet aufhalten, immer in einem Höhenband von einigen tausend Fuß über uns und unter uns. Während des Fluges ist die Aufgabenverteilung im Cockpit genau festgelegt. Wir haben uns das jetzt so aufgeteilt auf dem Hinflug. Frau Kammerle führt das als Pilot Flying durch den Flug und ich unterstütze sie, indem ich den ganzen Funkverkehr erledige, mich um die Navigation kümmere und sie kümmert sich da hauptsächlich um die Flugführung und um die Flugzeugsysteme. Ricarda Tamale ist eine von rund 300 Pilotinnen der Airline. Wir haben ja insgesamt bei den Pilotinnen 5% jetzt erreicht. Und auch auf den großen Flugzeugen, auf dem Jumbo, auf dem A380, A340, sind es auch schon sehr, sehr viele Pilotinnen. Also es werden jetzt immer mehr. Und auf der Kurzstrecke hatte ich das schon oft mit nur Frauen, also hinten in der Kabine und auch hier im Cockpit. Und geht gut. Auf dem Flug nach Delhi servieren die Flugbegleiter 2 Mahlzeiten. Ein Mittagessen und ein Abendessen kurz vor der Landung. Vorbereitungen für die erste Mahlzeit in der Business Class. Zum einen gibt es jetzt ein Hühnchen in Erdnusssoße mit Reis. Und dann natürlich unsere indischen Spezialitäten. Das ist einmal ein indisches Essen mit Hühnchen für die Nicht-Vegetarier. Und
da die meisten indischen Gäste Vegetarier sind, haben wir hier noch ein indisches Essen als vegetarische Auswahl. Auch das Brot ist landestypisch. Das Naanbrot, noch ein indisches Brot und das ist speziell für die indischen Gäste. Und dann was Schönes. In der neuen Boeing 747-8 Intercontinental kommt erstmalig ein von Grund auf neu entwickelter Business-Class-Sitz zum Einsatz. Ich fliege sehr oft, daher ist der Komfort sehr wichtig für mich. Wenn ich ankomme, möchte ich gut ausgeruht sein. Das Wichtigste für mich ist, dass ich mich flach hinlegen kann. In der alten Business-Class ging das nicht. Jetzt geht das. So kann ich gut schlafen. Auch für Purser Martin Göbes und seine 16 Kolleginnen und Kollegen ist noch alles neu. Es macht Spaß, richtig auf dem neuen Flugzeug zu arbeiten, auf der neuen 747-8. Es ist für uns ein bisschen geräumiger, man hat sehr viele Flächen, wo man Dinge abstellen kann. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Rezeption hier, würde ich mal so sagen. Das hat sich auch verändert für meinen Arbeitsplatz. Das ist eben wie in einem schönen, guten Hotel. Man hat eine Rezeption und empfängt da die Gäste und ist empfänglich auch für den Kollegen. Unter dem Cockpit in der Nase des Fliegers befindet sich die First Class. Hier sollen eine zusätzlich abgeschirmte Außenhaut, ein Teppich mit Trittschalldämpfung und Schallschutzvorhänge den Geräuschpegel auf ein Minimum senken. Komfort und kulinarische Genüsse sind jedoch nicht billig. Mit 7.800 Euro schlägt das First-Class-Ticket zu Buche. Das sind unsere neuen Öfen, also auch eine Innovation auf dem neuen Flieger. In diesen Öfen ist ein Wasserbehälter eingebaut. Das heißt, wenn wir die Essen aufheizen, verbleiben die Essen weiter auf eine lange Zeit warm und frisch. Das können wir dadurch sehr gut steuern, wenn Gäste später essen wollen. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich richte jetzt gerade mal hier ein indisches Essen an für einen Gast. Das Essen heißt Dal Makhani Masoor mit Palak Paneer, einer der beliebtesten indischen vegetarischen Hauptgänge. Sieht dann so aus. Wichtig bei dieser Sache ist, dass wir das sehr, sehr authentisch anrichten, dass das wirklich so aussieht, als wäre man jetzt in Delhi irgendwo in einem Restaurant. Spinat. Habe ich noch unseren roten Linsenragout. Ist auch zu heiß. Und das Ganze gibt dann eine sehr schöne Konstellation und abgerundet wird das Ganze mit den natürlich traditionellen Beilagen hier mit Joghurt, Mango-Chutney, Mango-Pickles, frische Koriander und natürlich frische Chilis. Das darf natürlich nicht fehlen. So, jetzt kommt der Spinat da drauf. Guten Appetit. Von der Economy Class führt eine Treppe hinauf zu einem Bereich, den kein Passagier zu Gesicht bekommt. Hier befindet sich das sogenannte Crew Rest Compartment, ausgestattet mit 10 Schlafplätzen. Wir befinden uns hier hinten im Flugzeug, über dem Passagiersitzen. Das ist unser Crew Rest. Wir haben hier zu 10 Platz. Man kann hier sehr gut schlafen. Ohrenstöpsel rein und dann klappt das schon. Es ist für manche Kollegen aber auch einfach nur schön, mal die Füße hochzulegen, mal ein bisschen Abstand zu haben. Also wenn man hinten in der Economy Class arbeitet mit 270 Gästen, dann freut man sich, wenn man mal eine Viertelstunde die Beine hochlegen kann. Auch während der wohlverdienten Pause gilt Safety First. Die Besonderheit dieses Crewrests ist, dass wir auch einen Notausstieg haben. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wenn ein Feuer ausbricht oder sonstiger Alarm herrscht, dann können wir hier aussteigen. Und zwar befindet sich hier eine Klappe. Und witzigerweise kommt man dann unten in einem Bin raus, über den Gästen.
Ja, das finde ich ganz lustig. Noch gut 3000 Kilometer bis Delhi. Trotz aller Routine, für Ricarda Tamale ist das Cockpit nach wie vor der schönste Arbeitsplatz der Welt. Eben ist gerade ganz, ganz toll die Sonne untergegangen, gleichzeitig ist der Mond aufgegangen. Da sieht man dann so den Erdschatten hochkommen und das finde ich faszinierend. Auf vielen Flügen sieht man dann auch die Sterne oder Sternschnuppen, wenn man lange genug rausschaut. Also ich finde, auf jedem Flug ist immer irgendwas dabei, was toll ist. Alleine wenn zum Beispiel bei uns in Deutschland Winter ist und wir sind nach 10 Minuten überhalb der Wolken und sehen die Sonne, das ist einfach schon toll. Wir sind jetzt hier immer noch auf 35.000 Fuß Flughöhe. Man kann jetzt hier auf unserem Navigation-Display erkennen, hier ist Tiflis und diese Stadt mit UBBB, das ist Baku. Wenn man sich das dann hier zum Beispiel auf einem ganz normalen Atlas anschaut, ist hier Tiflis und hier ist Baku. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier noch westlich vom Kaspischen Meer. Bis jetzt sieht alles noch ganz, ganz ruhig aus. Das Wetter ist gut und soll auch so bleiben. Lufthansa 760, over to Actuary 1-1 Decimal, 1-2 Decimal. Thank you, Connect. Wir haben, ich würde mal sagen, so im Schnitt alle 5 bis 10 Minuten Funkkontakt mit einer der Bodenstationen. Wir überfliegen ja sehr viele verschiedene Länder. Die Lufträume oder die Länder sind aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Und jeder Bereich hat dann wieder eine neue Frequenz und einen neuen Ansprechpartner. Und wir werden dann entlang der Flugroute immer von einer Kontrollzone in die nächste übergeleitet. In aller Regel ist der Flugfunk auf Englisch. Aber hier so in den Ländern der Russischen Föderation, da wird im Flugfunk auch sehr viel Russisch gesprochen. Und da verstehen wir naturgemäß nicht allzu viel, was da geredet wird. Wenn wir angesprochen werden, wird es dann immer auf Englisch gemacht. Und das ist immer sehr abhängig von dem Land, in dem wir sind. Manchmal ist das Englische, das gesprochen wird von den Fluglotsen, für uns gewöhnungsbedürftig, schwer zu verstehen. Auch stark eingefärbt mit den entsprechenden Akzents der Landessprache. Aber auch daran gewöhnt man sich. Lufthansa 760, expecting high after traffic. Thank you. Jetzt haben wir gerade eben von den Fluglotsen die Freigabe bekommen für den nächsthöheren Flugleitlevel. Das ist die nächsthöhere Flugfläche von 37.000 Fuß. Das drehe ich jetzt hier ein und gebe das frei. Das heißt, wir werden jetzt von 35.000 Fuß auf die nächste Höhe von 37.000 Fuß steigen. Dadurch, dass wir jede Stunde ein bisschen leichter werden, können wir immer höher steigen und dort verbrauchen wir dann auch weniger Sprit. Das heißt, es ist einfach wirtschaftlicher, immer höher zu steigen. Endspurt in der Galley der First Class. Wir befinden uns jetzt im Moment in der letzten Phase des Flugs, ungefähr anderthalb Stunden vor der Landung. Und das Motto von unserem letzten Service, unser Abendessen, ist Ost trifft West. Also da haben wir hier den Kichererbsensalat und norwegischen Lachs. Außerdem bieten wir noch unterschiedliche andere Salate an, wie den Salat Noir oder auch unseren Waldorfsalat. Und dazu haben wir dann noch unterschiedliche Dressings, eine Senfsoße und Balsamico-Dressing. Außerdem wird zusätzlich noch angeboten, wenn ich das gerade noch zeigen darf, hier ein Mango-Chutney, unser Reiter und ein Tomaten-Chutney. Eine gute Stunde später. Flugkapitän Sergio De Witt und First Officer Ricarda Tamale bereiten sich auf die Landung in Delhi vor. Wir haben jetzt vor wenigen Minuten die Grenze zu Indien überflogen, zwischen Pakistan und Indien, auf der Höhe von Lahore. Und haben gerade die Freigabe bekommen, um unsere Reiseflughöhe zu verlassen. Sinken jetzt auf Flugfläche 150. Das entspricht ungefähr 4.600 Meter. Und von da geht es dann weiter nach Delhi rein. Flugzeit jetzt noch, bis wir landen, Größenordnung 20 Minuten, müssen wir am Boden sein. Delhi meldet 3500 Meter Sicht, Temperatur zurzeit 29 Grad Celsius. Wird also ein bisschen riesig sein im Anflug, wir werden die Landebahn relativ spät erst sehen.
ansonsten ist es eigentlich völlig normale Wetterlage für die Jahreszeit. Der Anflug beginnt. Der Indira Gandhi Airport liegt rund 16 Kilometer südwestlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Rechts sieht man schon die Stadt Neu-Delhi. Der Flughafen, der ist jetzt so ein bisschen rechts vor uns. Ist dem Lichtermeer sehr schwer zu erkennen. Und wir haben jetzt die Freigabe bekommen, um uns an den Endanflug anzuschleichen. Lufthansa 760 Vierteland Runway 29. So, 6 Minuten von vorne. Kein Crosswind. 400. Ich drehe ein bisschen nach links. 3 Knoten. 300. Approaching minimums. Runway straight ahead. Inside. 200. Minimums. Continue. 6 Knoten von links. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Nach knapp 7 Stunden erreicht die Yankee Alpha ihr Ziel. Es war alles in allem ein Routineflug, ist alles sehr gut gelaufen. Wir konnten ein bisschen der Minuten, die wir beim Abflug verloren haben, konnten wir wieder aufholen. Und der Flug war auch erfreulich ruhig. Wir konnten diese eine Gewitterfront gut umfliegen. Und natürlich auch für die Gäste, für die Fluggäste immer gut, wenn sie hinten nie angeschnallt werden müssen und sich ein bisschen freier bewegen können. Der Flug generell ging ja ganz, ganz schnell um. 6 Stunden 50 ist eine sehr, sehr kurze Flugzeit für den Jumbo. Und jetzt gerade die Strich 8 bin ich jetzt heute das dritte Mal geflogen. Würde ich sagen, ist nicht viel anders. Das Landegewicht ist ein bisschen höher, als wir das jetzt gewohnt sind. Mit 290 Tonnen sind wir gelandet. Aber gewöhnt man sich ganz schnell dran, geht gut. Ja, vielen Dank. Hervorragend geflogen. Und gucken wir mal, ob das auf dem Rückflug genauso gut wird. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Als On-Block nehmen wir dann 19 Uhr. On-Block nehmen wir dann, was sagt er denn hier, 19 Uhr 19. Die Boeing 747-8 hat ihre Bewährungsprobe bestanden. Goodbye. Tschüss. Jo, tschüss.